Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflot. Mein Name ist Frank Schmalowski. Heute geht es um die THG-Quote und da spielen diese beiden Kennzeichen eine Rolle. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Vor gut 2 Jahren lief mir mal dieser runtergekommene China-Elektroroller über den Weg von der Marke Benchu. Das ist zwar ein Riesenunternehmen, wurde aber unter vielen Namen verkauft in Deutschland. Das Ding war völlig fertig, Tacho war nicht mehr sichtbar, total vergilbt, da gab es auch keine Teile mehr für. Und die Farbe war komplett ausgeblichen und war auch völlig Bonche-Farben. Die Batterien waren ausgekocht, also absolut nicht mehr zu gebrauchen, hatten auch Säure rauslaufen lassen, also von daher musste ich das ganze Ding komplett zerlegen und das aufarbeiten. Da hat einen neuen Batteriesatz bekommen. Ich habe mir eine Umrüstung auf Lithium gespart, weil, naja gut, es ist nur ein China Plastikbomber. Lithium wäre auch richtig teurer geworden. Und ja, ich habe das Ganze mit einem Raptor-Lack in Rot dann bearbeitet. Den konnte ich dann einfach aufrollen. Naja, und mit dem Ergebnis bin ich nicht unzufrieden. Ich habe dann noch eine Windschutzscheibe montiert und eine richtige Autohupe eingebaut, damit sich das auch noch ein bisschen was anhört. Ja, und so fahre ich damit denn durch die Gegend und bin eigentlich ganz zufrieden. Im Hinterkopf hatte ich aber immer noch so einen Zweitnutzen dafür. Und zwar geht es dann um eine Notstromversorgung, die ich zwar nicht unbedingt brauche, aber wo man sich einfach besser fühlt, wenn man das hat. Ich habe da ein 3000 Watt Wechselrichter eingebaut. Das ist auch nichts Tolles. Der kommt auch aus China, passend zum Roller. Und ja, und 3000 Watt macht er auch nicht wirklich. Also bei 800, 900 ist da schon ziemlich Schluss, aber das reicht, um zum Beispiel eine Tauchpumpe zu betreiben oder wie hier dann eine Heckenschere, wenn ich dann zu faul bin, mal irgendwas hinzulegen. Da der Roller in der Regel vollgeladen irgendwo steht, ist das denn kein Problem. Und so ein kleines Blaulichtgimmick konnte ich mir auch nicht verkneifen. Seit Jahresbeginn gibt es die THG-Quote für Elektroautos. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Da gibt es auch noch jede Menge andere Leute, die was dazu gesagt haben. Na klar. Ja, und da zuerst hieß es, dass so kleine Roller überhaupt gar keine Chance haben, in Genuss dieser Quote zu kommen. Nun habe ich vor kurzem dann im Stern eben das hier gesehen, THG-Prämie für Roller und Pedelecs. Das Zauberwort dazu nennt sich dann freiwillige Zulassung. Das heißt, ich lasse das Fahrzeug, was jetzt ein Versicherungskennzeichen hat, zu mit einem richtigen Kennzeichen. Sowas kann man machen und ist dann auch berechtigt, die THG-Quote zu bekommen. Das war natürlich hochinteressant und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und klar, Internetrecherche ist ja logisch, findet man auch eine ganze Menge darüber und habe dann mal geschaut, was man so braucht dafür. Das ist erstmal das COC-Papier. Das ist früher die Betriebserlaubnis gewesen, also die hat man in der Regel natürlich auch für so ein Fahrzeug, denn sonst wird man auch kein Versicherungskennzeichen bekommen. Dann braucht man eine EVB-Nummer des Versicherers. Früher nannte man das Doppelkarte, heute macht man das einfach online. Da hatte ich allerdings Schwierigkeiten. Unser Fahrzeugversicherer, also für die Autos, wollte das Ganze nicht. Er hat gesagt, die machen sowas nicht. Und gut, ich sag mal so, über die Vergleichsportale habe ich dann relativ schnell eine günstige Versicherung gefunden. Dann war auch damit alles gut und die EVB-Nummer kam schnell und stressfrei. Dann noch den Personalausweis suchen und ich habe auch bei der Zulassungsstelle vorher angerufen, um zu fragen, ob die das schon mal gemacht haben, weil da gab es auch viele, die elendig gescheitert sind, weil die überhaupt gar keine Ahnung hatten. Ich war sehr überrascht bei meiner Zulassungsstelle in Bad Oldesloe, die kannten sich aus und haben dann mir auch gleich am Telefon schon gesagt, dass ich kein E-Kennzeichen bekommen würde, weil da gibt es dann irgendeinen Erlass, das wäre aber auch das einzige
Wege. Aber gut, da muss ich auch nicht unbedingt ein E-Kennzeichen haben. In den Foren habe ich aber gelesen, dass es auch Zulassungsstellen geben soll, die noch Gutachten einfordern, Kaufverträge, Fotos von Fragestellnummern und ja, was dir noch so einfällt. Diese Probleme hatte ich alle nicht, bis auf eine Stunde Wartezeit trotz Termin und dann nochmal anschließend Nummer ziehen und all solche Sachen. Das kann man sicherlich in Bad Oldesloe auch besser machen, aber die Mitarbeiterinnen der Zulassungsstelle waren hochkompetent, sehr freundlich und das hat da richtig Spaß gemacht. Dann kommen wir dazu, was mich der Spaß gekostet hat. Also die Zulassungsstelle wollte gerne 42,90 dafür haben. Jo, passt. Das Kennzeichen hat nochmal 25,50 gekostet. Da war ich froh, dass es nur eins war. Und die Versicherung liegt bei 47,86 Euro jährlich für Haftpflicht und Teilkasko. Und das ist auch ein Saisonkennzeichen von April bis Oktober. So, was habe ich jetzt davon? Kein TÜV, keine Steuern. Jo, hatte ich vorher auch nicht. Dann habe ich jetzt ein Saisonkennzeichen und ich brauche kein neues Versicherungskennzeichen. Naja, marginaler Vorteil sind ja heute nur ein paar Mausklicks. Die Versicherung ist aber kaum teurer und ich kann Schadensfreiheitsrabatt ansammeln, was bei 47 Euro im Jahr ja auch nicht so richtig was zählt. Was aber richtig cool ist, ich kann jetzt die THG-Quote beantragen oder besser gesagt zum Handel anbieten, meine THG-Quote. Dazu habe ich mir dann im Internet einen Anbieter ausgesucht, der mir irgendwie vertrauensvoll erschien. Gut, ich nenne hier auch keine Namen dazu. Ich denke mal, die sind alle okay, die dort auf dem Markt sind. Ich bekomme hier 350 Euro garantiert. Wenn die gut verhandeln, wird es auch ein bisschen mehr, also bis zu 430 Euro. Aber ich rechne jetzt erstmal mit den 350. Ich habe eigentlich nicht mehr zu tun, als meine Daten zu hinterlegen, Bankverbindungen und so weiter. Und dann den Fahrzeugschein zu scannen und hier hochzuladen. Dann kriege ich nach einer Zeit die Bestätigung, dass das alles sauber gelaufen ist, also dass der Fahrzeugschein lesbar ist und bei dem System vorhanden ist. Ja, und dann heißt es ungefähr 3-4 Monate warten, bis dann die Prämie ausgezahlt wird. Also ja, jetzt habe ich meinen Roller nicht nur so zum Spaß oder als Notstromversorgung, jetzt kann der auch noch Geld verdienen. Ich finde, das ist schon teilweise etwas überfördert. Also ich sag mal so, das hätten nicht Not getan, dass man das hier auch noch macht und auch das Saisonkennzeichen macht da nichts. Man kriegt diese Prämie einfach trotzdem. Also ja, nimmt man denn ja mit. Wenn man sie nämlich nicht mitnimmt, verfällt sie an den Staat. Also das ist dann natürlich auch noch so eine Geschichte. Ja, wenn man was gefördert bekommt, sollte man das auch in Anspruch nehmen. Das war's dann auch schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, freue mich über einen Daumen hoch und wenn ihr mal wieder reinschaut für ein neues Video von VP Uniflott.